Am 20. Februar 2014 wird in einem New Yorker Krankenhaus eine Prinzessin geboren. Wer sich jetzt fragt, seit wann die Vereinigten Staaten ein Königreich sind und eine Prinzessin haben, der fragt sich das zu Recht. Denn bis auf Prinzessinnen im Disneyland haben die USA noch nie eine Königin oder einen Kaiser gehabt. Trotzdem erblickt eine kleine royale Dame an diesem Tag auf amerikanischem Boden das Licht der Welt und neben den frisch gebackenen Eltern ist auch 6000 Kilometer entfernt die Freude riesig. Schweden hat eine neue Prinzessin. Dieses Märchen ist bereits fast ein Jahrzehnt her und nun feiert Leonore ihren 8. Geburtstag und verzückt uns mit dieser wunderschönen Aufnahme, die die Prinzessin im Grünen und bei sommerlichen Temperaturen zeigt. Dazu schreibt Mama Madeleine: Herzlichen Glückwunsch an unsere starke und wunderschöne Leonore. Die älteste Tochter von Prinzessin Madeleine wächst wie ihre Geschwister im tropischen Florida auf, genauer gesagt in Miami, wohin es die jüngste Tochter von Königin Silvia zusammen mit ihrem Ehemann Chris O'Neill verschlagen hat. Schon in ihren jungen Jahren wird deutlich, wie herrlich normal der süße blonde Engel doch ist und ihre Eltern ordentlich auf Trab halten kann. Doch auch ein kleiner Frechdachs scheint in der Prinzessin zu stecken, denn im Grimassenschneiden ist sie bereits die unangefochtene Siegerin des schwedischen Königshauses. Die Schweden freuen sich über jeden Besuch der Auswandererfamilie. Doch es scheint, dass sie sich bis zum nächsten Besuch noch ein wenig gedulden müssen, denn Leonores Geburtstag soll im kleinsten Kreis auf der anderen Seite des Atlantiks gefeiert werden, wie der Palast verrät. Zu den Weihnachtsferien wagt die fünfköpfige Familie zuletzt den Sprung über den großen Teich. Doch der Sommer kommt mit großen Schritten und wer weiß, vielleicht begeben sie sich dann erneut auf einen Besuch in die Heimat. Bis dahin wird es wohl nur bei telefonischen Grüßen und Glückwünschen bleiben. Vielleicht schicken Oma und Opa aus Schweden trotzdem das ein oder andere Präsent an das Geburtstagskind.